Lilo. Heute mal wieder ein kleiner Tipp zur Python-Programmierung. Und zwar jetzt nicht zur Programmierung an sich, sondern zur Python-Version. Ich habe nämlich was gelesen, dass in Ubuntu 12.10 demnächst Python 3 Einzug halten soll. Zumindest ist das geplant. Ja. Und Python 3 ist nicht genauso wie Python 2. Python selbst könnt ihr hier mal ausprobieren. Python 3 könnt ihr mit jetzt installieren. Das Paket Python 3 jetzt schon mal ausprobieren. Es soll im Übrigen nicht sehr sinnvoll sein, das umzukopieren. Da gibt es ein Programm dazu, das heißt 2 zu 3 soll nicht so sinnvoll sein, habe ich hier gelesen, das zu verwenden, 2 zu 3. Sondern das gegebenenfalls nur zu Testzwecken mal zu gucken, wo die Unterschiede sind und gegebenenfalls umzuprogrammieren. What's new in Python 3 auf dem aktuellen Stand von heute? Guido van Rossum hat es geschrieben. Der hat das Python mal erfunden. Python kommt übrigens in Anlehnung zu diesem Monty Python, hat man diesen Namen mal genannt. Und der schreibt dann hier, was ist denn da los und was ändert sich da alles? Man versucht, ältere Sachen über Bord zu werfen. Da geht es teilweise um den Printbefehl, teilweise um Unicode und andere Sachen, wo man im Laufe der Jahre festgestellt hat, da gibt es eine bessere Methode, etwas zu machen. Ist zunächst ein bisschen umständlicher, aber wohl auf Dauer besser und deshalb wird man dann auf Python 3 wohl umsteigen. Ich habe mal dieses Python 3-Paket auch mal installiert. Jetzt mache ich zuerst mal in Python 2. Was habe ich denn hier? Python minus minus Version. Ich habe im Moment Python 2.7.3 hier unter Uname minus A unter Ubuntu. Ja, unter Ubuntu 12.04 ist noch die Python Version 2.7.3 installiert. Wenn man da zum Beispiel jetzt mal so ein Python-Programm schreibt, dann konnte das durchaus so aussehen oder musste so aussehen, zum Beispiel um die Sonderzeichen, das Ü in speziellen im Namen Müller hier zu bringen, damit das überhaupt funktionierte. Ne? Da musste man was mit Coding und gegebenenfalls so ein U als Präfix noch schreiben. Das werdet ihr in vielen älteren Python-Programmen noch finden. Und das wird über Bord geschmissen. Über Bord geschmissen wird auch das hier. Ungleich. Da schreiben wir nicht gleich. Aber ich führe jetzt erstmal dieses Programm aus. Also das alte Python. Python test.py. Und er schreibt dann halt Müller hin. So, jetzt machen wir Python 3. Python 3 test.py. Und da sehen wir schon, da gibt es einen Syntax-Error. Ne? Also das Ungleichzeichen gibt es nicht mehr. Das machen wir weg. Ist not gleich. Speichern wir. Und gucken wir dann Python 3. So, dann gibt es diesen Präfix Unicode nicht mehr, weil man generell alles in Unicode machen will. Das machen wir weg. Und das brauchen wir auch nicht. Sind wir aber immer noch nicht fertig. Speichern. Sehen schon, der Source Code wird kürzer. So. Printbefehl. Nur einfach so ein Müller ist nicht. Das muss in Klammern. Weil das jetzt eine Funktion ist, ja. Print ist jetzt eine Funktion. Und jetzt nochmal Python 3 Test. Und dann haben wir Müller. Also das neue Python-Programm ist sehr viel kürzer. Wir müssen uns nur an einige Kleinigkeiten gewöhnen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.